Yo, 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 was geht ab, Freunde? Eddie hier von der Brozo Crew. Der ein oder andere kennt mich vielleicht schon. Heute spielen wir Spyro Reignited Trilogy. Und ich muss sagen, ich freue mich auf dieses Spiel, weil es ein Spiel ist, das ich in der Kindheit sehr oft und sehr gerne gespielt habe. Also jetzt nicht diese Remastered-Version natürlich, sondern die PS1-Originalteile. Und ich würde sagen, fangen wir direkt mal an. Astrein, Lizenzvereinbarung und Datenschutzrichtlinien. Nehmen wir natürlich an. Wie könnten wir auch anders? Haben wir denn eine Wahl? So, Spiel starten. Logischerweise fangen wir mit dem ersten Teil an, würde ich sagen. Let's go! Okay, läuft. Oh, ewig war es friedlich in den fünf Welten. Oder sind es sechs? Ein Drachenleben lang. Wir haben 12.000 Schätze. Oder sind es 14.000? Was ist mit diesem Gnasty-Gnork-Typen? Also, ich habe gehört, dass er mit einem Zauber Edelsteine in Krieger verwandelt. Da kann ich antworten. Gnasty-Gnork ist einfach gestrickt. Einfach? Er ist gefangen in einer fernen Welt und keine Gefahr für das Drachenreich. Keine Gefahr? Zudem ist er hässlich. Hässlich? Jetzt reicht es. Ja, zumindest hat er viele Fans, wie man an der Fanpost auf dem Boden gesehen hat. Oh Mann. Da habe ich wohl einiges zu tun. Der Boy Gnasty Gnork aus Rand und Band. Let's go! So, vorab ein paar kleine Konfigurationen. Weil ich habe gesehen, der Soundtrack, also dieser Remastered Soundtrack, ich habe mir mal ein paar Lieder gestern angehört. Und ich muss sagen, so im Vergleich, mir gefallen die originalen Lieder besser. Also dieser Reignited Soundtrack, der ist irgendwie so, der dudelt so leise vor sich hin. Und ich finde, die originale Musik, die hat einfach viel mehr Power, Bässe, gefällt mir einfach viel besser, muss ich sagen. Ich hoffe, damit seid ihr auch einverstanden. Die Untertitel mache ich auch aus, weil, ey, meine Fresse, die sind ja echt riesig. Die verdecken ja das halbe Bild, die stören mich ehrlich gesagt so. Ich mache die einfach aus, dann haben wir da kein Problem mit. So, let's fetch. Der erste Drache. Danke, dass du mich befreit hast, Spyro. Befreie 10 Drachen in der Artisanenwelt und gehe dann zum Ballonfahrer. Er bringt dich in die nächste Welt. Was ist mit Gnasty Gnork? Den schnapp ich mir. Finde zuerst die Drachen. Mehr kann ich dir nicht sagen. Mega. Also wie viel Liebe und Detail die in diese Welt gesteckt haben. Also wahnsinnig. Ich bin echt begeistert. Ja, was die Untertitel angeht, ich meine, ich hatte mal reingeguckt zum Release. Da waren noch keine Untertitel da. Also ich glaube, die haben die noch zusätzlich reingepatcht. Kann mich aber auch irren. So. Boy. Flüchte nicht, du hast sowieso keine Chance. Wo ist Gnasty Gnork? Ich mach ihn fertig! Ruhig, Blut, Spyro! Du hast erstmal noch viel zu lernen. Weißt du, was die Libelle macht, die dir folgt? Sie heißt Sparks. Sparks hilft dir und beschützt dich. Behalte ihn im Auge, dann siehst du, was ich meine. Okay. Hi, Spyro. Hier kann ich mich noch schwach dran erinnern, dass hier ein Secret ist.
Ja, beziehungsweise ein verstecktes Level halt einfach. So secret ist es ja gar nicht. Man muss jetzt kein Genie sein, um darauf zu kommen. Ja, ja, keine Angst, Jungs. Um euch kümmere ich mich gleich auch noch. So, unser erstes Bonusleben. Ich hätte gedacht, hier wäre was. Wenn es dir gelingt, 10 Drachen zu retten, dann darfst du mit diesem Ballon in eine neue Welt fliegen. Oh, wie überaus freundlich. Marco, der Ballonfahrer. Gut. Ich habe schon damals immer gern die Schafe abgefackelt. Auch cool, wie das Gras hier verbrennt, wenn man Feuer speit. Cool gemacht. Coole Sache. Mach das nochmal. Der Artisanenboss ist hinter einem Portal im Drachenmaul. Aber du bist noch nicht so weit, Spyro. Du musst erst ein anderes Artisanenland abschließen. Aha. Ich würde sagen, steppen wir direkt mal hier in eine Welt rein. Oh, das ist ja cool. Bringt zwar nichts, aber ist ganz okay, um sich die Zeit zu vertreiben. Bei diesen langen Ladezeiten. Naja. Bang, ich bin stärker. Versuch hier mal alles mitzunehmen, was geht. Ich meine, manche Level, die muss man später mit bestimmten Fähigkeiten wiederholen, um alles zu bekommen. Versuch aber mal trotzdem alles mitzunehmen, was geht. Ich hoffe, dass ich nicht zu viel hier übersehe. Ist nämlich schon eine Weile her, dass ich dieses Game gespielt habe. So, hier brauchen wir einen Schlüssel. Achte auf die Libelle, Spyro. Ihre Farbe zeigt an, wie stark sie ist. Wenn sie Schmetterlinge frisst, bleibt sie stark. Wie ich. Klar. Wenn du Drachen rettest oder auf Plattformen trittst, wird dein Fortschritt gespeichert. Das ist praktisch, falls du mal Ärger kriegst, was dir natürlich nie passieren würde, Spyro. Ja, sicher. Hey, das war doch übrigens auch dieser Drache aus dem Intro, der so schlecht über Nasty Nork gesprochen hat.
Die sind cool. Überhaupt die Gegner, ich finde die hier so nice designed in dem Spiel. Wirklich schön. Wenn du alle Drachen befreit hast, geht es durch dieses schicke Strudel... Dingsbums, zurück zur Heimat der Artisanen. Aber erst muss ich dir was erzählen. Nein, danke. Tschüsschen. So, wir sind hier aber noch nicht fertig. Also ich gucke mich hier noch ein bisschen um in diesem Level. Wir waren ja noch längst nicht überall. So, ich höre hier irgendwo schon diesen Eierdieb. Boah, die haben mich damals immer abgefuckt. Also manche sind echt tricky. So, außen anfangen und immer weiter nach innen gehen, würde ich sagen. Spyro, mein Freund, brauchst du einen Tipp zum Gleiten? Na klar! Du gleitest länger, wenn du in der Spitze deines Sprungs Sprung drückst. Drück mitten im Flug Aktion, um herabzuschweben. Drück mitten im Sprung. Ja, stimmt. Ich meine, da hinten kann man ja auch noch rüber. Darunter. Nice. Nice try, aber den Schlüssel haben wir doch gefunden. Ja, ich habe noch ganz, ganz leichte Erinnerungen an dieses Spiel und an ein paar Verstecke zumindest hier am Anfang. Öffnen wir auch die schöne Kiste hier. Die schön stabile. Ich weiß gar nicht, ob ich da oben alles geholt habe. Und wo ist dieser Dreckskerl eigentlich? Der ist bestimmt da oben irgendwo. Ach, da habe ich ihn gesehen. Oder? Da hinten. Der Boy ist ganz schön flott unterwegs. Nee, 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 nee. So, noch einmal hier umgucken, damit wir auch alles mitnehmen, was geht. Nicht wundern, wir können hier nicht weiter, das ist die Levelgrenze. Ich werde sowieso, so wie ich mich kenne, ein paar Edelsteine vergessen. Oder verfehlen eher.
Okay. Konnte ich hier noch irgendwo drauf? Nee, das sieht nicht so aus. Schade. Konnte ich hier nicht irgendwo nachgucken, wie viele Edelsteine ich habe? Mir fehlen nur noch 2. Das kann nicht wahr sein. Wo habe ich das blöde Teil übersehen, ey? Das... Ah, Mann, das ist so typisch für mich. Naja, gut, lassen wir es mal sein. Würde ich sagen, schließen wir diesen Level ab. Unfassbar, ey. Echt. Naja. Ich möchte an dieser Stelle auch nur kurz anmerken, ich mache keinen 100% Run, also deswegen ist das schon okay, wenn da der ein oder andere Edelstein fehlen sollte. Einfach nur zum Spaß bisschen durchspielen, mitnehmen was geht und gut ist auch. Sprung, um zu gleiten und hab keine Angst. Angst? Wovor? Von hohen Berggipfeln zu stürzen, in urzeitliche Gletscher zu fallen. Ach, das. Oh, wusste gar nicht, dass er die auch so töten kann. Umlegen, natürlich. In diesen Spielen stirbt ja keiner. Nicht so weit. Die Altstadt.